Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Ich starte ausnahmsweise mal hier aus dem Hauptmenü, weil ich noch ziemlich lange über diesen letzten Fall nachgedacht habe und ja, mir so ein paar Sachen klar geworden sind, hypothetisch, die ich hier kurz nochmal zusammenfassen möchte. Ich glaube, das Spiel, und jetzt auf meiner Metaebene mal gesprochen, das Spiel will eine Serienmördergeschichte erzählen und will es irgendwie erzählen, dass, ja, dass jetzt sich die Fälle häufen und dass wir am Ende, glaube ich, erstmal immer den Falschen verdächtigen, bis sich herausstellt, dass es wirklich ein Serienmörder ist. Insofern glaube ich, dass beide vom letzten Fall, beide Verdächtige, nicht den Mord durchgeführt haben. Aber wir wurden unter Druck gesetzt oder wir mussten irgendwen präsentieren. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar so ein bisschen, auch aus der Geschichte, aus dieser Anspannung dieser öffentlichen Situation heraus. Und ich glaube, das Spiel hat uns so ein bisschen vor das Dilemma gestellt, dass es von diesen beiden Verdächtigen einen gab, der auf jeden Fall irgendwo Dreck am Stecken hatte. Nämlich das war dieser, ich nenne ihn mal Triebtäter, Spanner, was auch immer er da noch irgendwie treibt. Und zum Zweiten, unser Chef auch unbedingt wollte, dass der Typ quasi festgenommen wird. Insofern wäre es vielleicht sogar moralisch besser gewesen, ihn auszuliefern und B, auch für die Karriere besser gewesen, dies zu tun, als diesen, ja, am Ende vermutlich unschuldigen Familienvater wegzusperren. Bei uns lief es jetzt ein bisschen unglücklich. Ich hätte vielleicht vermutlich doch zuerst das Verhör mit dem Vater, mit dem Ehemann durchführen müssen oder sollen und dann zu dem anderen zu gehen. Bei uns verlief es ja so, dass wir quasi den ersten nicht festnageln konnten, diesen Triebtäter, und aus dem Grunde den zweiten Verdächtigen unbedingt irgendwie jetzt voll, ja, ausliefern mussten, damit wir überhaupt ein Ergebnis hatten. Das war so ein bisschen das Dilemma. Ich bin mal gespannt, ob meine These stimmt. Ich vermute mal, es wird einen weiteren Frauenmord jetzt gleich geben, aber wir schauen mal, wie das jetzt hier weitergeht. Der Seidenstrumpfmörder. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Wie gut wir uns. Yeah, it's my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Mm-hmm. Get out there and catch me another sinner. Okay, also da weht der Wind. Er hat sich beruhigt. Fand am Ende diese Möller-Geschichte dann doch ganz okay. Wir haben wieder einen Mord. Und ganz offensichtlich ist es jetzt wieder der Serienmörder. Und wir sollen wieder irgendjemanden abliefern. Oh, wow. Okay, Tatort in Downtown. Untersuchen. Was werden wir tun? Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Einfach nur geradeaus, dann rechts und dann sind wir auch schon fast da. You have the address? It's the alley off Aliso between Los Angeles and Alameda. You're kidding. The next one will be opposite Central Station. Count yourself lucky. Most guys would kill to land a case so close to their desk. Yeah, it means they can pop in to hit the office supply of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad idea. That is not a bad idea at all, Phelps. All units, officer needs help. 211 in shots. Mal wieder ein Schusswechsel. Der ist... Ah, Leute, komm, diesmal, glaube ich, fahren wir hin. Das ist jetzt hier nur den Broadway runter. Ich glaube, da machen wir was. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway, Unit to handle code 3, identify. So, wir werden uns drum kümmern, Leute.
Shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe, 391. Go to hell, Parker! No way I'm going down without a fight. Drop the weapon, hands behind your head! Yeah? Fuck you too! God damn it, get out! Put your hands in the air! Okay, wo ist er hin? In die Gasse? He's hiding in the alley! Give it up! LAPD! Ah, klettert hoch. Don't make me chase you! Okay, wir verfolgen ihn lieber. Schade, ich hätte gedacht, wir kriegen ihn da. How long you gonna keep this up? So, wo ist er? Ist er da rüber? Er ist hier hochgeklettert, ne? Geht's da noch höher? Oh Gott, ist der schon weit weg. Ja. Überwältigen wäre vielleicht besser gewesen. Aber das ist nicht so Phelps' Angelegenheit. This is Kari Levitt King. Advise all units that the 211 from Mallory's Cafe is code 4, KGPL. Roger 11K, all units 211 from Mallory's Cafe is code 4, repeat, code 4. Was macht eigentlich unser Kollege, wenn wir unser Leben riskieren? Gut, ein bisschen Erfahrung gewonnen. Und wo befinden wir uns jetzt gerade? Unten am Broadway. Okay, das heißt, wir können jetzt erstmal durchfahren bis zur Main Street und dann links. Alles klar. Da vorne ist schon die Main Street. Diese Linksabbieger, nein, also das System verstehe ich nicht. Das ist eine Ampel und dann haben die Linksabbieger trotzdem Vorfahrt. Das ist eines der Dinge, die mich ja meistens aufregen. Aber schön hier. Die Main Street. Was für ein schickes Auto neben uns. Ich weiß nicht, ob wir noch in ein anderes Dezernat kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mal in die Sitte kommen. Vielleicht kriegen wir dann so ein Auto. Okay, nächste Hilferuf, aber das ist jetzt definitiv zu weit weg. Officer needs help. Bank of America 7th and all of the 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3, identify. You're making a right at the next intersection. Okay, Kollege sagt, ich soll hier rechts fahren. Na gut, dann mach ich das mal. Vielleicht sehe der Verkehr nicht so viel. Hier los. You're taking the next left. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. So, es hieß beim Rathaus. Interessant. Sehen wir auch mal das Rathaus. Ah ja, hier. Das ist das Rathaus. Sehr, sehr unspektakulär. Wahrscheinlich ist das große Gebäude hier rechts das Rathaus gewesen. Gut, hier schon abgesperrt. 1 Uhr nachmittags. Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Oh, for Christ's sake.
Carruthers, Pinker. The cause of death is pretty apparent. We thought we'd best wait for you when you're ready. Na gut, wir stehen direkt am Opfer, dann werden wir es auch gleich mal untersuchen. Okay. Boah. Schon wieder so ein ähnlicher Fall. Wieder mit Lippenstift, ne? Wieder stranguliert. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Boah. Okay. Was haben wir für einen Zettel? Stadtbücherei, Antonia Hill Street. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? Da spielt jemand ein Spiel mit uns. Haben wir da links noch mehr? Nein, ne? Kiss the blood, BD. BD? Sag mal, war das beim ersten Wort auch so? Stand da, aber es wurde auch irgendwie unterschrieben. Muss ich nochmal die Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Wow. Okay, also mit Ring, das ist ja auch auf jeden Fall Teil des Musters. Nee, das war's. The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered. Yeah. We know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. Also unser Kollege ist echt ein bisschen nervig und man möchte fast schon sagen, so penetrant, dass es fast schon verdächtig ist. May as well follow the trail. Ja, das sollten wir in der Tat tun. Da ist ein Hut. Antonia. Huh. Same as the library card. Okay, das scheint also tatsächlich der Name zu sein, aber der... Der Täter, der hat irgendwie Spaß dabei, Spuren zu hinterlassen, hat man das Gefühl. Kommen wir hier noch rein? Nein. Wir gucken hier nochmal um die Ecken. Okay, da ist abgesperrt. Sicherheitshalber gehe ich mal bis zur Absperrung. Man weiß ja nie. Hier ist nichts. Hier sind nur Schaulustige. Okay. So, ist hier in der Ecke noch was Interessantes? Alte Zeitung. Ja, da haben die Kollegen auch abgesperrt sich. Da ist. Oh, ach so! Die Blutspuren gehen ja hier noch weiter. Oh mein Gott, natürlich. Hier ist irgendwas passiert. Okay, wir haben hier einen Damenschuh. Proximity to the scene plus the bloodstains. No way is this coincidence. Ja, natürlich ist das kein Zufall. Man sieht ja hier die Spuren auch noch. Okay, das scheint aber irrelevant zu sein.
Aber das muss doch hier mit untersucht werden. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Dieses Blut an der Wand. Hier war immer mal wieder von Blutuntersuchungen die Rede in den vergangenen Fällen. Okay, die Blutspur führt weiter. On it goes. Aber ich habe das Gefühl, uns wurden nie diese Ermittlungsergebnisse mitgeteilt. Okay, wir gehen erstmal hier weiter entlang der Spuren. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Ja, das machen wir. Insektenmittel. Aber die Spuren führen hier irgendwie hin. Okay, sehr verdächtig. Was ist das denn jetzt? House keys strung up like bait on a hook. Okay, jetzt wird's irgendwie gruselig. Ja, können wir den bitte mitnehmen? You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Warum können wir jetzt den Schlüssel nicht mitnehmen? Die Spur geht noch weiter. Okay, hier können wir nicht rein. It's got to be a code or a cipher. Okay, 253. Auch irgendwie bemerkenswert, dass sie die Sachen dann immer wieder hinlegen. Ah. Where are you taking us? Blutspur geht auch noch weiter. What's going on over there? Haben wir hier noch irgendwas? Detectives? Naja, wir müssen wohl hinterher, ne? Sportlich Phelps ist bewundernswert. Ups, nein, 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 nein. Da hoch, bitte. Okay, das ist ein kleines Steuerungsproblem. Ah ja, alles klar. Okay. Taubenzüchter oder was? Was. Mrs., es könnte Antonia sein, ne? Persönlich. Empty. Where is all of this meant to be taking us? Whoa. He clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. Got a new MO. I told you it wasn't our guy. Or he might just be getting more confident. Na, das glaube ich auch eher. Wir checken hier nochmal die Sachen ab. Ah, hier auch Schraubenschlüssel, ne? Aber es kann doch nicht sein, dass er uns direkt zu seinem Unterschlupf führt. Das ist nix. Das sind nur Flaschen. Halt, war jetzt hier etwas? Nee. Das sind nur Flaschen und Streichhölzer. Okay. Und da drüben geht es tatsächlich weiter. Erstaunlich. Ich bereue es gerade ein bisschen, dass wir den Tatort noch nicht komplett untersucht haben, bevor wir die Blutspuren... Bevor wir den Blutspuren gefolgt sind, hier ist ein weiterer. Was ist das? Ein Puderdöschen oder sowas? Enameled and gold plated. This was precious to her.
Aber wie hat er jetzt... Also wie sind die Blutspuren hingekommen? Hat er sie diesen ganzen Weg entlang geschleift? Das kann auch nicht unbemerkt passieren. Und vor allem, da hochklettern kann man doch nicht mit einer Leiche. Trail points up. Das heißt, der Täter muss das hier verspritzt haben? Okay, das ist der Ring. Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Gut, das ist also in der Tat nach der Bluttat hier alles passiert. Dann hat er also ganz bewusst diese Spuren hier hingelegt. Okay, das erklärt es jetzt. Er hat echt das Blut irgendwie abgezapft, oder was? Looks as though the killer was decorating with this. Da haben wir den anderen Teil. Son of a bitch, once are identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Okay, also gut, den Wohnsitz können wir untersuchen, aber offensichtlich haben wir es hier echt mit so einem Psychopathen zu tun. Am Tatort selbst war offenbar nichts mehr. Ich würde gerne nochmal... Wir haben das nicht hundertprozentig untersucht. Ich möchte nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Ich denke, wir sollten nochmal zurücklaufen. Warte mal, hier haben wir uns ablenken lassen, in Anführungsstrichen. Nee, schon hier, genau. Ab hier sind wir der Blutspur gefolgt. Das heißt, ich gucke mich nochmal hier ein bisschen um. Was haben wir hier noch? Nichts von Bedeutung. Streichhölzer haben aber offenbar auch keinen Zusammenhang. Weil vielleicht finden wir auch noch irgendeine Spur, die nicht absichtlich vom Täter irgendwie so drapiert wurde. Aber hier oben offensichtlich nicht. Ich laufe mal sicherheitshalber hier alles ab. Ne. Hier scheint nichts zu sein. So. Aber hier hat die Spurensicherung inzwischen noch was anderes gefunden. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Another day, another dollar. Okay, sie wurde mit dem Seidenstrumpf erwürgt. Mhm. Gut, jetzt haben wir alle Spuren. Insofern brauchen wir uns eigentlich auch das nicht angucken, auch wenn das ein bisschen merkwürdig ist. Dass das hier so rumsteht, sieht alles noch sehr sauber aus. Aber wir haben die Spuren. Sicherheitshalber. Aber nee, das ist nichts. Können wir mit ihm nochmal reden? I would rather we discuss this later, Phelps. Gut, dann machen wir das so. Hier geht's auch nicht weiter. Dann fahren wir zur Wohnung des Opfers. Im Moment haben wir alle Spuren.
Wir könnten uns allerdings kurz nochmal anschauen, was wir jetzt für Hinweise gesammelt haben. Blutspur, Blut mit Pinsel und Eimern um die Gebäuden verschmiert, ist klar. Damenhut, blauer Damentopfhut, innen steht der Name Antonia. Persönliche Gegenstände wurden vom Mörder am Tatort verstreut. Schlüssel Nummer 5, das könnte ihr Apartment sein. Notiz mit einem Punktediagramm, das ist das Rätselhafteste. Bibliotheksausweis. Dadurch hat er uns direkt zu ihrer Wohnung quasi geführt. Und die Damenstrümpfe quasi die Mordwaffe. Wir müssen also davon ausgehen, dass der Täter weiß, dass wir jetzt zur Wohnung fahren werden. Und möglicherweise dort auch für uns Spuren drapiert hat. So, und ich denke, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie es jetzt noch irgendwie dazu kommen kann, dass wir irgendwen präsentieren und verhaften. Gut, wir versuchen mal an dieser großen Kreuzung links zu fahren, dann rechts oder geradeaus und dann links. Mal gucken. Oh, Kollege ist noch nicht da. Das wäre was geworden. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him, we've closed the case. Oh nein. Rusty's razor, bitte. Of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? Not if he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. I'm sure. Also, dieser Typ, ich weiß es nicht. Also entweder ist er wirklich so abgestumpft, faul, ignorant und zynisch, dass es ihm wirklich scheißegal ist, oder er ist irgendwie involviert. So, ich bin jetzt anders gefahren, als ich ursprünglich wollte. Wo haben wir die Geschichte? Ja, zu weit weg. Nö, wir sind eigentlich ganz richtig. Passt. So, warum fährt der Kollege da vorne nicht? Ah, jetzt. Okay. Schaut mal, der als Linksabbieger wartet jetzt ganz brav. Warum werden wir immer geschnitten? Rechtshabiger dürfen wir nicht fahren, aber der vor uns will offenbar nicht rechts. Also müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben. Welches Gebäude es ist? Dieses hier? Ja. Antonias Wohnsitz. 1.39 Uhr. Wird offenbar auch vermietet. Okay, es ist so Zimmervermietung oder so.
I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Oh, das sieht ja ganz gemütlich aus. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive, and then they're gone. Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Wo geht's hier raus? Ach, da. Gut, hat sie also hier nur vorübergehend gewohnt? Das kann aber auch eine dauerhafte Pension sein. So, aber es ist auf jeden Fall die Zimmer 5. Der Schlüssel hätte... Also, erinnert euch an den Schlüssel, ne? Oh, okay. You look at that? Someone's turned the place over. Okay, krass. Okay, es gibt charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Das ist auch auffällig. Also mit Schmuck hat das irgendwie auch was zu tun. Das erste Opfer hatte auch ein Armband. Halt, das kennen wir schon. Wieder ein Brief hier im Koffer. Diesmal ist was drin. Okay, Miss Antonia Isabel Maldonado, CEO Parsons Pension, Adresse bla bla bla, North Hill Street, Kalifornien. Antonia, Bezug nehmend auf meinen Brief vom 7. August möchte ich Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass Ihr Gesuch an den obersten Gerichtshof des Staates von Kalifornien angenommen und ein Gerichtstermin angesetzt wurde. Ihr Fall, Prozessliste Nummer 98765, wird am 17. September angehört werden. Ich wurde darüber informiert, dass Ihrem Ehemann Angel Christopher Maldonado wohnhaft in bla 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 die offiziellen Unterlagen zugestellt wurden und dass sein Erscheinen im zentralen Bezirksgericht am oben genannten Termin gewünscht wird. Obwohl es nicht notwendig ist und viele Frauen in ihrer Position sich dagegen entscheiden, würde ich Ihnen raten, am vereinbarten Termin ebenfalls im zentralen Bezirksgericht zu erscheinen. Meiner Erfahrung nach kann die Anwesenheit einer weiblichen Klägerin in Fällen wie diesem den Ablauf positiv beeinflussen. Und wenn Ihr Ehemann am 17. September nicht erscheint, was Ihrer Aussage nach wahrscheinlich ist, kann das nur unsere Chancen verbessern. Freundlich grüßen, Frederick D. Tattersall. Okay, we have an address. Okay, warte mal. Also, entweder handelt es sich um eine Scheidung oder sie hat ihn verklagt wegen irgendwelcher anderen Taten, die in der Ehe selbst vorgefallen sind. A smashed window explains why the place looks tossed. You know how I feel about windows, Phelps. Okay, hier sind wir draußen. Ui. So someone broke in using this thing instead of a crowbar. I wonder where it was taken from. Ja. Das weiß ich auch nicht. Kommen wir von hier noch in ein anderes Zimmer rein. Hier ist Schluss erstmal. Oder?
wir innen wirklich alles untersucht? Die Musik ging ja aus. Hier kommen wir nicht rein. Warte mal, führt das auch nach oben? Gab es da eine Treppe links und rechts? Ja, gab's. So, das ist ein anderes Auto. Aber das ist nur Müll. Die Untersuchungsmusik ist ja auch aus, ne? Es ist ja in der Regel ein Hinweis, dass wir alles gefunden haben. Das ist nur unverdächtiges Kinderspielzeug. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich habe noch nicht den gesamten Raum abgesucht. Ich will da nochmal reingehen. Aber doch, wir hatten den gesamten Raum. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir, ich weiß nicht, ob wir nochmal mit der Vermieterin sprechen. Sollten wir vielleicht nochmal tun. Gehen wir nochmal hier rum. Hier sieht aber alles unauffällig aus. Wäre schon nochmal wichtig, ein paar Informationen über die Dame zu erfahren. Im Gespräch mit ihr. We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Okay. Mögliche Verdächtige. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. Ah, if I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. Ja, Wahrheit, ne? What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Mm-hmm. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. Ja, sieht jetzt nicht irgendwie nervös aus, würde ich sagen. Oder? Ah, wollen wir mal anzweifeln? Haha, ich weiß nicht so recht. Ja, versuchen. A nosy old hag like you knows everything about the people who live oh under God. Her. Oh God. Where did she go? I think she went to a bar. Ah. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. Ah. It's a Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Okay, war doch richtig. You've had a break-in? No. That can't be true. Naja, warte mal. Haben wir nicht einen Beleg dafür? Eisenpfosten, ja. Zerbrochenes Fenster, ja. Okay, also da können wir Lüge machen. You're being economical with the truth, Mrs. Lepenti. What do you have to hide? I have no idea what you are talking about. Ja, ich würde mal sagen, zerbrochenes Fenster, ne? So Antonia lost her keys and used an iron bar to jimmy the back window? I heard a noise in the early hours of the morning. I thought it might be a raccoon at the milk bottles. It'd be very bad for business if this news got out. Mm. I have a reputation to protect. Na, alles klar. Niedergang der Ehe. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious okay. necklace. Okay, das ist neu. That
that all of her jewelry? Das war ihr gesamter Schmuck, ist nicht wahr? Weil wir wissen eigentlich Foto eines Armbandes. Könnten wir versuchen als Lüge zu identifizieren. What about her bracelet? I don't know anything about a bracelet. Ja. Zeigen wir mal das Foto. In her wedding photo, she's displaying a charm bracelet. That thing? She never wore it. He gave it to her. She always kept it in that wooden jewelry box. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. We can either front Angel, seeing as the finger's pointing right at him, or we can check out the Eldorado bar. Ja, natürlich gehen wir erstmal in die Eldorado Bar, ist doch klar. Denn, seien wir ehrlich, niemand glaubt doch mehr daran, dass der Ehemann jetzt ist gewesen. Ist klar, er hatte irgendwelche Motive und vielleicht sogar kein Alibi und so weiter. Es ist ein Serientäter. Aber... And I thought I was coming on strong with the ex-wife's line. Warte mal, wo müssen wir hin? Ah, okay, da. Sometimes you have to be firm to get the information you need. God damn it, ain't that the truth. You don't think it's strange that all these murders are happening to girls who've been out drinking? No, no. A broad drinks, she gets a bit tight, she starts mouthing off. This leads to that, and she ends up in an alleyway. It's a sad story, but this town's seen it play out 1,000 times, Cole. Why don't you want to see a connection here? Because there are perfectly good real-life suspects for every one of these murders. We don't need to go looking for the monster under the bed. Think there's anything to the divorce angle? I've been through 3 of those. No big deal. After a while, you just numb yourself to the experience. But Angel, he's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Then she fronts him and he snaps. Works for me. That makes Angel a killer as well as a piece of shit. Any central unit, car 16 out. Naya. At 8th and Hope, the Methodist Church unit to handle code 2 identified. So, wir werden jetzt nicht zur Zentrale fahren. Wir fahren nochmal kurz zur Bar. Up ahead, you turn left. Aber dann werden wir auch für heute Schluss machen. Ich will nur noch einmal, dass gespeichert wird. So, jetzt fahren wir auch mal links. It's left at the next intersection. Through this intersection. Alles klar. So, wenn ihr rechts abbiegen wollt, dann fahrt doch rechts. Ah, die hat nur geblinkt, weil sie die Spur wechseln wollten. Alles klar. Und hier sind wir auch gleich bei der Bar, so wie es aussieht. Können wir auf den Parkplatz fahren? Jetzt vielleicht keine so gute Idee, egal. Gehen wir den festen Fuß. Denn die Bar müsste hier um die Ecke sein. Ja. Sieht ganz so aus. Oder? See him? I saw his picture in the paper. He worked that case with that lady cut up like the Dahlia. Oder ist die Bar da drüben? Hier, Eldorado, wir sind da. Alles klar. Sieht ja wild aus. Oh nein, ich wollte doch... LAPD, Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar, how can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonio Maldonado. What did she do? She was murdered last night.
Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Mm-hmm. Where's that goddamn place? Persönlich. Schon wieder einen persönlichen Brief. Ah, okay. L.A. County. Antonio Gunn hat im 8. des Monats ihren Antrag beim Kammergericht des Staates Kalifornien eingereicht, mit der Hoffnung, dass die darin dargelegten Gründe sie aus dem Bund der Ehe, den sie mit Angel Maldonado eingegangen ist, entlassen wird. Wir legen hiermit fest, dass der benannte Beschuldigte Angel Maldonado unter Nichtberücksichtigung jeglicher Geschäftlichkeiten oder anderer Verpflichtungen am Mittwoch, dem 17. September 47 persönlich vor dem zentralen Bezirksgericht im Kammergericht des Staates zu erscheinen hat, um sich zum durch die benannte Antonia Maldonado blablabla auf Ehescheidung aufgrund von Grausamkeit zu äußern und falls vorhanden Gründe darzulegen, weswegen die benannte Klärin und Ehefrau Antonia Maldonado nicht aus dem Bund der Ehe entlassen werden sollte. Bezeugt durch den ehemaligen Richter des besagten Gerichts von Kalifornien, Earl Brantham, am 11. des Monats im Jahr 47 unseres Herrn. You want a tip? Refill my coffee next time. Okay. Divorce papers? Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Ihm? Okay. Jetzt wird aber gespeichert, liebe Leute. Und das ist gut, weil dann würde ich sagen, machen wir, hier gibt es noch ein Protokoll, machen wir die Befragung beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.